الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. Das Begehen einer Sünde oder die Gefahr einer Sünde. Es ist immer schwer, am Anfang eine Sünde zu begehen. Das heißt, es fällt den Diener Allahs immer schwer, am Anfang, ganz am Anfang, eine Sünde zu begehen. Sobald er sie aber begangen hat, fällt ihm die Sünde nicht mehr schwer, sie zu begehen. Dann wird es leichter sein, die Sünde zu begehen. Und wenn sie leichter geworden ist, wird sie immer leichter und leichter, bis sie sich in sein Leben einschleicht. Dann wird sie zu einer Gewohnheit, dann zu einer geliebten Gewohnheit, eine beliebte Gewohnheit, welche schwer zu lassen ist. Dann beginnt man die Sünde zu genießen. Wenn man dann angefangen hat, die Sünde zu genießen, wird das Herz versiegelt. Wenn das Herz versiegelt wird, das heißt, das Herz ist unter Kontrolle der Sünde. Sie beginnt dann, ihm Befehle zu erteilen. Denn das Herz beginnt, nach weiteren Sünden zu suchen. Dann springt er von einer Sünde zu der anderen, ununterbrochen. Er wird nicht mehr gesättigt werden, nur a'yadu billah, von Sünden. Wenn das der Fall ist, dann dies ist der Beginn des Untergangs des Herzens. Denn liebe Geschwister, der Muslim, oder der wahre Muslim, der einen Verstand hat, ja, der den Koran begriffen hat. Allah spricht im Koran, subhanahu wa ta'ala, unsere Herzen an. Allah subhanahu wa ta'ala spricht unsere Seelen an. Der Muslim fürchtet den Tod seines Herzens, nicht den seines Körpers. Deshalb mein Rat, welcher ein frommer Mann gesagt hat: Wenn dein Nafs dich ruft zu einer Sünde, wenn dein Nafs dich ruft zu Haram, wenn dein Nafs dich ruft, Ungehorsamkeiten zu begehen, dann führe mit ihr ein sanftes Gespräch und erinnere sie mit einer Ayah im Koran, wo Allah subhanahu wa ta'ala sagt: قُلْ أَذَلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ. Sprich, ist das besser? Das heißt, ist diese Sünde besser? Ist dieser Haram besser? Ist dieser vergängliche Genuss besser? Alles, Jannatul Khuld, alles ein ewiger Genuss, alles die Jannah, Paradies, welche Allah subhanahu wa ta'ala für die Ewigkeit vorbereitet hat. Ja, für wem? Für seine frommen Diener? Ist das besser, diese Sünde besser, dieser kurze Moment Genuss von Haram, besser als das Paradiesgarten der Ewigkeit? Ist das besser? Diese Jannah der Ewigkeit, welche Allah subhanahu wa ta'ala die Gottesfürchtigen versprochen hat. Mit Sicherheit der Mu'min, der ein Verstand hat, weiß und kennt die Antwort. Das Jannat, Jannatul Khuld, das heißt das ewige Paradiesgarten bei Allah subhanahu wa ta'ala, besser ist als dieser vergängliche Genuss. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.